Hallo, liebe Brüder und Schwestern. Ja, ich melde mich heute nochmal aus Vidilenata aus der Schweiz und wie ich finde, mit wunderbaren Neuigkeiten. Sie werden es nicht schaffen. Ja, wir haben hier gerade eine wunderbare Woche verbracht mit Brüdern und Schwestern aus Europa, aus Italien, Spanien, der Schweiz, Deutschland und Frankreich. Und es gibt so viele Menschen, die so intensiv für das Licht arbeiten, die so intensiv versuchen, das Reich Gottes hier auf die Erde zu bringen, die aber in der Öffentlichkeit gar nicht in Erscheinung treten. Und das ist etwas ganz Besonderes. Wenn wir jetzt nicht hellsichtig sind oder irgendwelche besonderen Begabungen haben, dann können diese Menschen an uns vorbeilaufen und wir haben es gar nicht gemerkt. Aber es gibt sie und sie arbeiten. Und hier an diesem Ort haben wir eine Woche intensiv gearbeitet mit 60 Brüdern und Schwestern. Und wäre ich jetzt hier mit meiner Kamera nicht, dann wäre das überhaupt nicht dokumentiert. Es wäre überhaupt nicht sichtbar gewesen. Es war noch ein anderer Bruder aus Spanien, der hat Fotos gemacht. Aber wären wir beiden nicht da, hätten das nicht dokumentiert, hätte es keiner offensichtlich gemerkt. Aber es ist passiert. Und genauso wie hier jetzt eine Woche gearbeitet wurde und wie hier an diesem Ort schon jahrzehntelang gearbeitet wird, so wird auf der ganzen Welt gearbeitet, in jedem Moment. Und es wird so intensiv gearbeitet. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das hier jetzt war ein kleiner Einblick von Menschen, die ihr normales Leben haben, die jetzt hier eine Woche zusammengekommen sind und die wirklich gesagt haben: Hey, lasst uns aktiv was tun. Lasst uns aktiv für die Reinheit arbeiten, für die Harmonie arbeiten, für die Zukunft arbeiten. Mit Hilfe von verschiedenen Übungen, Meditation, Gesang, aber einfach auch wirklich gemeinschaftlich, handwerklich arbeiten. Videos aufnehmen, andere Leute inspirieren, uns gegenseitig inspirieren und motivieren, weiterzumachen. Vorträge anhören, Vorbilder suchen, zum Beispiel wie die Sonne zum Sonnenaufgang gehen. Es gibt so viele Dinge zu tun. Sich austauschen, international austauschen. Was passiert da, was passiert da, was können wir machen? Vor allem, was können wir auf der geistlichen Ebene zusammen machen? Wie können wir zusammenarbeiten? Und das Interessante ist, dass weltweit Menschen so arbeiten. Und das ist ja nichts Neues. Schon jahrtausende lang wurde so gearbeitet. Und diese Arbeit kann von niemandem zerstört werden. Und wir dürfen uns entscheiden, jetzt Teil dieser Arbeit zu werden. Es ist so erhaben, die Idee, dass wir uns einfach durch eine Entscheidung der Arbeit anschließen können. Natürlich ist das jetzt vielleicht in der Theorie so einfach und hört sich so toll an. Wir müssen das einfach nur entscheiden und können dann Teil dieser wunderbaren Arbeit werden. In der Praxis haben wir natürlich die Gewohnheiten und die Handlungen, Gedanken, Gefühle, die uns in dieser Blase festhalten. Diese Blase der Welt, wie die meisten von uns sie kennen, wo jeder für sich arbeitet, wo jeder sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert und die des anderen ja mal hier und da berührt, aber im Kern sind wir alle genug mit uns selbst beschäftigt. Wir sind so dabei, das Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen, dass wir es kaum schaffen, über den Tellerrand zu schauen. Doch die Idee ist, dass wenn wir über den Tellerrand schauen, wenn wir aus dieser Blase herausspringen, dass wir dann langsam, Schritt für Schritt immer mehr merken, dass wir doch alle zusammengehören. Und dass wir als Teil des Ganzen für das Ganze arbeiten können. Und wenn wir das machen und je mehr Menschen das machen, desto einfacher wird es. Desto einfacher wird es erstmal aus dieser Blase herauszukommen und desto angenehmer wird auch das Leben außerhalb dieser Blase. Wir können jetzt denken, oh, wir müssen auf so viele Sachen verzichten und dieser Komfort und diese ganzen Dinge, die ja irgendwie als Amüsement gelten, die Spaß sind und Freude. Man muss ja alles ausprobieren in diesem Leben. Wir müssen darauf verzichten, können wir denken. Aber nur weil wir noch keine Idee davon haben, was auf uns wartet, wenn wir diese Sachen hinter uns lassen. Wenn wir die Sachen, die uns an die Erde binden, hinter uns lassen. Und wenn wir uns öffnen für das Neue, für das Göttliche, für das spirituelle Leben, welches uns
mit offenen Armen empfangen will. Nur liegt die Entscheidung bei uns. Wir müssen die Entscheidung treffen. Wir müssen uns transformieren wollen. Wir werden durch verschiedene Dinge im Leben, die uns passieren, darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir uns transformieren können. Doch es ist unsere Entscheidung, dies auch zu tun. Und dieses Zentrum, dieser Ort, Vidlinata, wurde gegründet von der universellen Weißen Brüderschaft mit dem Meister Omra Mikhail Ivanov. Und dieser Mensch ist uns ein Vorbild. So wie viele andere Menschen uns ein Vorbild sein können. So wie Kinder, die sich an ihren Eltern orientieren, brauchen auch Erwachsene ein Vorbild, um immer weiter zu kommen. Um immer weiter in der Evolution voranzuschreiten. Immer weiter dem Göttlichen entgegenzustreben und wirklich sich komplett transformieren. Und dafür ist es einfach viel, viel einfacher, wenn wir ein Vorbild haben, wenn wir eine Gemeinschaft haben. Doch muss dies ein menschliches Vorbild sein? Nein, das kann auch etwas Erhabenes sein wie die Sonne. Und das ist eigentlich etwas, was universell ist. Und deswegen auch universelle Weiße Brüderschaft und Weiß. Weil alle Farben zusammen, die weiße Farbe, das weiße Licht, die Reinheit ergeben. Und diese universelle Kultur kommt jetzt auf die Erde. Und wir können dabei sein. Wir können uns entscheiden, ein Teil dessen zu sein und gemeinsam mit allen anderen zu arbeiten. Wir müssen nur aus dieser Blase heraus. Wir müssen unsere niedere Natur in den Griff bekommen. Wir müssen es schaffen, das Kommando zu übernehmen über uns selbst. Es ist so, die niedere Natur ist das Gefäß und die höhere Natur ist die Füllung. Was ist ein Gefäß ohne Füllung? Und die Füllung müssen wir einladen, die kommt nicht einfach so, denn in dieser Welt will uns weiß gemacht werden, dass das Gefäß alles ist. Dass es nur das Gefäß existiert. Doch mit den Ideen kommen wir nicht weiter. Mit dem Glaubensmodell kommen wir nicht weiter. Und ich will euch jetzt ein paar Worte vorlesen, was Omra Mikhail Ivanov über die Idee eines Vorbildes sagt. Und wie er selber sich sieht. Denn auch Omra Mikhail Ivanov braucht ein Vorbild. So sagt er. Und dieses Buch lese ich gerade, ich kann es jedem von euch empfehlen. Ein neues Licht auf das Evangelium von Omra Mikhail Ivanov. Es ist wirklich wunderbar. Ich lese vor, Seite 36. Wenn die Intelligenz der Natur es so eingerichtet hat, dass die Kinder jahrelang bei ihren Eltern bleiben müssen, kommt es wohl daher, dass ein Kind Vorbilder braucht, um erwachsen zu werden und sich gut zu entwickeln. Was für sonderbare Modelle sind aber manchmal die Eltern. Nicht immer so modelliert, wie man es sich wünschen möchte. Kinder ahmen ihre Eltern spontan nach. Wenn diese aber nicht perfekt sind, können es die Kinder auch nicht sein. Darum brauchen die Erwachsenen auch Modelle, die sie selbst übertreffen. Nur wollen sie es nicht zugeben und suchen auch keine. Sie bilden sich ein, sie seien schon vollkommen. Es ist wirklich schade, denn für diese Selbstgefälligkeit werden sie zu büßen haben. Glaubt ihr denn, ich selber brauche keine Vorbilder, um das erwünschte Ziel zu erreichen? Doch, ich natürlich auch. Da ich hier auf Erden keine finde, die völlig perfekt sind, suche ich anderswo. Eben dort, wo sie sind. Darum mache ich jeden Tag Fortschritte. Ganz geringe selbstverständlich, aber mit einigen Fortschritten täglich werde ich nach mehreren Jahrtausenden einen erheblich langen Weg zurückgelegt haben. Ich habe auch Geduld genug, um noch Jahrtausende weiter an mir zu arbeiten. Ja, ich hoffe, diese Worte können uns alle ein bisschen inspirieren, einfach mit der Arbeit fortzufahren und auch ruhiger zu werden. Denn selbst wenn so ein großer Meister wie Omra Mikhail Ivanov sagt, er ist dazu bereit, noch Jahrtausende weiter zu arbeiten, ja, dann können wir uns doch entspannen. Wenn wir Jahrtausende weiter arbeiten müssen. Und ich denke, es ist immer
der Mittelweg. Entspannen und anspannen. Also wir brauchen immer ein bisschen diese Anspannung, den Druck, um weiterzukommen. Den haben wir gerade enorm von der Welt. Aber die Entspannung, dass auch auf einer Ebene alles so gut ist, wie es jetzt gerade ist. Und dass wir die Idee entwickeln, dass wir jeden Tag weitergehen können. Jeden Tag ein bisschen. Wir müssen es nicht übertreiben. Aber wir gehen einfach jeden Tag ein bisschen weiter und ändern unsere Gewohnheiten jeden Tag ein bisschen. Wir geben vielleicht die alten Gewohnheiten ein bisschen mehr auf und nehmen neue Gewohnheiten ein bisschen mehr an. Und wie wunderbar wäre es, wenn wir hier an diesem Ort zum Beispiel oder einem anderen wunderbaren Ort irgendwann mal zusammenkommen und gemeinsam die neuen Gewohnheiten ausführen. Denn wenn wir das machen, dann festigen die sich richtig. Und das habe ich jetzt in dieser Woche hier erlebt, wenn man gemeinsam diese Dinge ausführt, wie beim Sonnenaufgang sitzen, meditieren, singen. Wir singen hier so viel. Wir singen hier vor jeder Mahlzeit 3 Lieder. Das kann dann auch einen erstmal so überanstrengen. Aber wenn man da wirklich sich darauf einlässt und das zulässt und diese Lieder wirklich spürt, dann ist es etwas ganz Erhabenes und Wunderbares. Ich wünsche jedem, diese Erfahrung zu machen und rausgehen aus dieser Blase und rein in das große Ganze, für das große Ganze arbeiten, sich als Teil des großen Ganzen fühlen und immer mehr die Verbindung zur Seele, die das ja will, dieses Geben und ein Teil seines großen Ganzen sich ausdehnen, dass wir das alle wirklich spüren. Das war's für heute. Wir bleiben jetzt noch eine Woche hier. Es sind nicht mehr ganz so viele Menschen da, aber wir werden jetzt eine Woche hier in Ruhe weiterarbeiten. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber es wartet noch viel Wunderbares auf uns. Das war's für heute. Alles Gute. Tschüss. Euer Felix.